Hallihallo, hallo Leute, und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Don't Starve. Und ich hatte ja schon erwähnt, was wir heute vorhaben. Und zwar geht es ja heute so ein kleines bisschen darum, dass wir nochmal wieder ein kleines bisschen erkunden und natürlich auch noch ein wenig an Material farmen, unter anderem auch sehr stark essen. Denn das ist momentan das, was uns am meisten fehlt, und zwar ordentliches Essen. Ich werde mich jetzt nur auf Essen konzentrieren, auf nichts anderes. Und wenn ich hier oben einmal durchgelaufen bin bei den ganzen Bären und hast du nicht gesehen, dann werde ich mich auch mal nach unten trauen und werde da ein kleines bisschen durch die Gegend wuschen und gucken, was da so eventuell rumliegt. Denn da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Ich brauche nämlich auf jeden Fall noch Spinnen für Spinnenseide. Damit ich auch endlich mal diese dämlichen Bienen da einfangen kann. Denn wie gesagt, Bienen sind einfach eine sehr, sehr gute Nahrungsquelle und das müssen wir auf jeden Fall nutzen, wenn wir schon so viele direkt in der Nähe haben. Na gut, ja, mein Magen ist schon wieder fast leer. Das ist echt scheiße. Also ich muss sagen, Marisa hat einen ziemlichen Hunger. Das ist schon ein Nachteil in gewisser Weise, muss ich sagen. Das ist schon ein ziemlicher Nachteil. Und ja, ich weiß, die ganzen Stöcke und so weiter, die hätte ich aufsammeln können, aber warum? Klar, ich brauche noch Stöcke und so weiter, aber trotzdem, warum? Ich brauche jetzt gerade viel, viel mehr Essen. Das ist viel wichtiger, als jetzt irgendwie einen Haufen Stöcke und hast du nicht gesehen. So. Nehmen wir uns auch mal Schmetterlinge, würde ich sagen, ne? Wenn man die so finden kann, warum nicht? Siehst du, die geben nämlich ordentlich was dazu. Die ganzen Karotten und so, die lasse ich erstmal hier, weil die könnten wirklich im allergrößten Notfall, könnten die noch sehr, sehr wichtig werden. Wenn zum Beispiel keine Beeren hier rumliegen, keine Seeds auf dem Boden rumliegen, dann sind die Karotten auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und das sollten die dann auf jeden Fall auch nutzen. So. Ach ja. Und sonst habe ich heute nicht wirklich so viel vor, muss ich ehrlich zugeben. Soll's angreifen? Leck mich doch. Es geht eigentlich heute nur ums wirkliche Essen beschaffen und zumal so gucken, dass wir ein kleines bisschen Vorrat haben, weil wenn wir keinen Vorrat haben, dann ist scheiße. Ich meine, wir haben mittlerweile schon Tag 11. Bald werden wir dann schon spüren, wie die kommenden Wetterveränderungen uns in gewisser Weise kaputt machen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall gucken. Ach ja, es gab auch noch einen Kommentar bezüglich der Truthähne, wie den wir gerade da oben gesehen haben. Die kann man mit einem Bären anlocken und dann kann man den eins überziehen. Also relativ leicht zu fangen eigentlich. Diesen Trick, den werde ich höchstwahrscheinlich dann auch demnächst mal nutzen. Jetzt gerade hatte ich ehrlich gesagt einfach keinen Bock, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das auch schon ein kleines bisschen verdrängt gehabt. Das ist mir erst eingefallen, als ich dann schon wieder an dem Scheißvogel vorbei war. Warte mal, ey. Warum muss die Sonne ausgerechnet immer dann rauskommen und stören, wenn ich gerade aufnehmen will? Das ist echte Wichse. Hauen wir uns mal kurz ein Seed rein. Weil den Rest, den möchte ich dann schon irgendwie gerne braten. Weil dann hat es halt einfach den besten Effekt. So, 15 haben wir schon. 15 Bären, das ist saubär. Da war ich ein bisschen langsam, das ist doof. Weil der ist ja direkt straight auf mich zugelaufen. Ich frage mich, warum die überhaupt dann direkt in den anderen Busch gehen wollen. Klar, die fühlen sich dann eventuell sicher, wenn sie dann in einem anderen Busch sind. Weil der aktuelle wird ja irgendwie schon in dem Moment penetriert, aber ich weiß ja nicht. Eben kurz ein hier essen. Sollst das essen, du Drecksau. Und dann haben wir hier anscheinend auch einen Haufen Karnickel, die wir gefangen haben. Das ist ja nice. Okay. Die Karnickel können auch sehr wichtig sein, wenn ich dann den Winter bekomme. Dann kann ich mir mit denen nämlich auch so eine Ohrschützer machen. So eine Ohrwärmer. Ist auch recht wichtig und auch recht nice. So, dann möchte ich mal eben kurz
das hier anfeuern und dann braten wir erstmal ein bisschen. Und ich würde sagen, wenn wir das hier alles gebraten haben, dann können wir, glaube ich, auch schon ganz gut den nächsten Tag dazu nutzen. Das ist mein Seed, geh weg da. Und können uns auf eine Reise begeben, würde ich fast behaupten. So. Die machen wir mal alle kaputt. Da kenne ich keine Gnade, Leute. Da kenne ich keine Gnade. So, dann braten wir den Quark noch. Und wenn wir dann am nächsten Tag losgehen, dann kann ich auch mit dem Thema anfangen, was ich auch schon beim letzten Mal, naja, nicht angesprochen habe, aber beim letzten Mal so ein bisschen angekündigt habe. Meine Güte, der Wind hier ist echt stark in dem Game, kann das sein? Naja. Und das hier auch noch. Mit Sicherheit habe ich jetzt gleich extrem Hunger und verliere schon HP. Na, na? 2, okay. Ist ja noch akzeptabel. Und hiervon noch 2 oder 3 und dann bin ich auch schon voll. Nice. Okay, dann packe ich noch eben kurz was weg. Da. Und dann kann es losgehen, Leute. Dann kann es losgehen. Wir haben ja jetzt auch schon Vollmond. Also von dem her kein Problemchen. Gut, das Thema, was beim letzten Mal auch schon so ein kleines bisschen in den Kommentaren stand. Also beim vorletzten Mal. War unter anderem Anime. Da hatte ich ja, glaube ich, mal gefragt, Anime und so weiter, was schaut ihr da gerne oder schaut ihr überhaupt Anime, was auch immer. Oh, hi. Und da gab es dann die Frage in den Kommentaren, was ich so für Anime schaue und was ich so mag und dies und das. Und da diese Frage könnte man eigentlich relativ ausführlich beantworten. Was ich jetzt wahrscheinlich auch machen werde. Ja, anime-technisch. Ja gut. Also was Anime angeht, da bin ich ja ohnehin ein sehr, sehr großer Fan von. Also Anime, das ist wirklich eine sehr, sehr geile Sache. Macht nicht nur Spaß zu schauen, es ist auch im Allgemeinen einfach sehr, 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 sehr spaßig, was da alles so auch noch für Franchises und so weiter rauskommen. Auch hinsichtlich Games und so weiter. Da wird ja auch sehr, sehr viel im Anime-Bereich gemacht. Aber wenn wir jetzt so von rein technisch gesehen von den Serien ausgehen, was für Anime gefallen mir denn da am meisten? Ich kann zumindest schon mal ein paar Genres sagen, die ich da in keinster Weise angucke. Und wenn überhaupt, dann nur in Kombination mit ein paar anderen dazu. Also das, was ich auf keinen Fall abkann, weil es für mich persönlich einfach so unglaublich scheißen langweilig ist, ist wirklich Slice of Life. Also so typische Geschichten eines normalen Schülers, einer normalen Schülerin in einem normalen Leben. So typische Geschichten wie zum Beispiel, sie liebt den, aber er liebt sie nicht oder sie wird gemobbt oder keine Ahnung, was weiß ich. Irgendwelche typischen Storys halt. Damit kann ich einfach nichts anfangen. Das ist für mich persönlich einfach so scheißen langweilig, dass ich da relativ schnell einpenne. Solche Stories kann ich nur in Kombination mit ein paar anderen Genres irgendwie akzeptieren und interessant finden. Und zwar zum Beispiel, wenn es dann wirklich auch schon so ein bisschen ins Fantasy oder Mystery-Ding geht. Supernatural eventuell auch. Also, ne, das Genre. Wenn es da eventuell noch mit irgendwie reingeht und da irgendwie so ein Zusammenspiel stattfindet. Da kann ich das noch einigermaßen akzeptieren. Da ist es auch nicht so schlimm, weil da geht es nicht um einen ganzen. Dann geht es zum Beispiel nicht um einen normalen Menschen oder so weiter, sondern es geht dann zum Beispiel um. Wie jetzt zum Beispiel habe ich letztens fertig geschaut, Karin. Oder auch genannt Chibi Vampire. Das ist dann halt so ein Slice of Life bezüglich eines Vampirs. Und das ist dann zum Beispiel schon eine Sache, die kann ich persönlich schon besser ab, als wenn es nur so ein scheiß Slice of Life ist. Weil, wenn es nur Slice of Life ist, da könnte ich anfangen zu kotzen. Das ist einfach so scheißen langweilig. Ich meine, natürlich, andere können das durchaus gern gucken. Ich habe da kein Problem mit, aber für mich persönlich wäre das überhaupt nichts. Sag mal, ist hier überhaupt irgendwas auf dieser scheiß Ebene? Das kann doch gar nicht sein! Wow! Wow, eine Blume.
Naja, dann wäre da auch noch Romance, also so eine typische Romanze oder sowas. Das ist auch rein gar nichts für mich. Das ist einfach, nee, das sind einfach so Dinge, die kann ich auch schon in Real-Filmen nicht ab. Das geht mir da auch schon tierisch auf die Eier. Dann möchte ich das auch nicht unbedingt in Anime haben, weil Anime ist ja sowieso schon so eine Sache, wenn man irgendwie was anderes haben will, irgendwas Besonderes, irgendwas, was nichts mit Realismus zu tun hat. Oh. Dann schaut man sich halt Anime an, weil das ist einfach so eine Sache, da kann man so ein bisschen in eine andere Welt flüchten und hat die mit diesem realen Drecksfilm nichts zu tun. Oder diesen dämlichen realen Serien. Wobei es natürlich auch relativ viele Serien gibt, die so ganz gut sind. Aber Anime sind ist halt wieder ein ganz anderes Thema. Und zum Beispiel Ecchi. Ecchi ist auch so eine Sache, was ich persönlich nicht unbedingt so abkann. Wer mit Ecchi jetzt mit dem Begriff nichts anfangen kann, dem kann ich da ein bisschen weiterhelfen, indem ich sage Arsch und Titten. Da geht's halt, wenn ein Anime Ecchi beinhaltet, dann geht's halt auch sehr stark darum, Arsch und Titten und so weiter und so fort, Panty-Shots so in den Vordergrund zu stellen, dass das einfach sehr, sehr stark vorhanden ist. Dass man da, keine Ahnung, nackte Weiber sieht, die keine Ahnung, die gerade baden, was weiß ich, und dann die Titten, die hin und her wackeln, das ist einfach alles viel zu übertrieben. Vor allem ist es am nervigsten, wenn das in einem interessanten Anime vorkommt. Oder wenn der Anime wirklich spannend ist. Die Charaktere sind geil, die Charaktere sind sehr, sehr nice, die haben eine schöne Veränderung, die durchleben wirklich eine gute Veränderung und gute Charakterentwicklung und was weiß ich. Ah, Schweine! Aber dann gibt's da so dieser Moment, wenn da einfach so unnötiger Ecchi drin ist. Das macht einfach alles kaputt. Das macht einfach alles kaputt. Das hatte ich zum Beispiel mit High School of the Dead. High School of the Dead. Mir war zwar von Anfang an klar, es beinhaltet Ecchi. Ja, okay. Solange es nicht so krass vorhanden ist, kann ich es akzeptieren. Aber der Anime hat mich einfach interessiert, weil es einfach seit Ewigkeiten mal wieder ein Anime war, der Zombies beinhaltet. Und das auch von Anfang an relativ gut rübergebracht hat, wie ich fand. Aber dann kam dieser Ecchi-Anteil und der hat mich einfach sowas von angekotzt, dass ich diesen Anime abgebrochen habe. Es ist, ich meine, okay, sagen wir mal, diese Duschszene, diese Badeszene, was heißt Badeszene, diese Badefolge in High School of the Dead. Was mache ich da? Warum nehme ich da? Egal. High School of in dieser diesen diese dämliche Folge in High School of the Dead ist einfach unnötig. Komplett unnötig, dass sie da plötzlich mit ihren Titten spielen und was weiß ich. Das ist einfach so. Nein! Tut mir leid, das kann ich nicht akzeptieren. Oder die Tatsache, dass der Kerl zum Dämpfen des Rückstoßes seine Waffe auf die. War das auf die Titten? Ich glaube, das war, glaube ich, sogar auf die Titten eines Mädels legt. Von da aus losschießt und dann irgendwo weiter vorne, dann wird die Kugel zwar gezeigt, wie sie nach vorne fliegt, aber dann bewegen sich die Titten eines anderen Mädels einfach so stark hin und her, dass die Kugel direkt zwischen den Titten durch kann. Das hat mich einfach so fertig gemacht. Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, was zur Hölle schaue ich da gerade für einen Wichs? Ich konnte das einfach nicht mehr länger aushalten. Das war wirklich der größte Rotz, den ich mir je angeguckt habe. Und ich habe mir Gio angeguckt. Gio, der Tod aus dem Meer mit Haien und Fischen, die aus dem Meer krabbeln, weil sie auf irgendwelchen mechanischen Beinen sind. Das ergibt auch viel weniger Sinn und ist einfach dämlich und nein, aber. Naja, ich könnte mich stundenlang über sowas aufregen. Aber gut, jetzt kommen wir mal zu den Dingen, die ich mag. Wie man natürlich schon rausgehört hat, Fantasy, Mystery, Drama, Horror, Supernatural und so weiter und so fort. Solche Sachen sind immer gut.
Action und so weiter. Comedy zu einem gewissen Anteil auch, wenn es ein purer Comedy-Anime ist, dann muss der aber schon wirklich hervorragend sein. Und auch gute und auch irgendwie gute Charaktere beinhalten, dass ich den auch durchgehend gucken will. Ansonsten, ja, ne? Gut, als Beispiel hätten wir die, die ich aktuell schaue, zum Beispiel. Natürlich schaue ich auch von diesen typischen großen Anime einige. One Piece, jeden Sonntag aufs Neue. Naruto gucke ich. Auch wenn es sehr, sehr viele Filler beinhaltet, ja, klar. Bleach habe ich geguckt. Ist auch ein großer Anime. Da lese ich auch aktuell den Manga, der ja auch anscheinend mit dem nächsten Kapitel fertig sein soll. Was ich recht enttäuschend finde eigentlich, an so einem Punkt gesagt. Dann Fairy Tail habe ich geguckt, bis zu einem bestimmten Punkt, Folge 100 oder fast 200, ich weiß es nicht mehr genau. Dann habe ich irgendwann aufgehört. Ich weiß nicht mehr genau warum. Ich glaube, irgendwie wurde mir der Edgy-Anteil einfach zu viel. Ja, es war von Anfang an auch relativ viel Edgy dabei, aber der wurde irgendwie von Mal zu Mal mehr und das hat mich einfach so ein bisschen so, ah, nee, braucht man jetzt langsam nicht mehr. Aber den habe ich immer noch aktiv in meiner Liste drin als, ja, als Watching, bla blub. Deswegen, ich werde da mal wieder reingucken, weil die Kämpfe waren gut, der Humor war gut und ich fand auch die Emotionen da drin waren auch einfach unglaublich gut. Deswegen fand ich den Anime an sich gar nicht schlecht, aber dieser Edgy-Anteil hat mich einfach so ein bisschen gestoppt. Das hat mich einfach ein bisschen gestoppt, dass ich dann nicht mehr so unbedingt reingucken wollte, ne? Aber naja. Ja, das sind jetzt zum Beispiel ein paar große Anime, die ich geguckt habe. Dragon Ball Z hast du nicht gesehen. Natürlich die ganzen typischen Anime, die man auch von früher noch kennt, von RTL 2 und hast du nicht gesehen. Das war ja das Typischste, was man da gucken konnte, wenn man von der Schule nach Hause kommen und dann direkt ran da. Ja, aber natürlich gucke ich auch sehr, sehr viele kleine Anime, die gerade mal wenige Folgen haben, 12, 13 Stück oder so. Aktuell gucke ich zum Beispiel Brave 10. Ist auch ein sehr schöner Action-Anime mit Ninjas und so weiter und so fort. Und viel Humor auch. Also kann ich auch nur empfehlen. Davor ja Tokyo Ghoul zum Beispiel. Supernatural, The Animation habe ich auch geguckt. Hellgirl habe ich auch geguckt. Ist auch ein sehr schöner Anime gewesen. Hatte sehr, sehr schöne Emotionen drin. Hatte auch eine sehr, sehr komplizierte Story, fand ich teilweise. Weil es ist ja. Bei dem Anime ist es so, da hast du quasi fast jede Folge eine andere Geschichte drin. Weil es geht ja quasi darum, dass man um 12 Uhr, also um Mitternacht, eine Seite aufruft. Und wenn man diese Seite halt aufruft, wenn man genug Hass hat, kann man die Seite halt wirklich aufrufen. Und dann, wenn man einen Namen eingibt, dann und auf Abschicken drückt, dann kommt halt das Höllenmädchen und gibt einem eine Puppe. Und wenn man da von den roten Zaden, ja, den roten Faden zieht, dann wird halt die Rache vollzogen und die Person kommt direkt in die Hölle. Und dann gibt es da halt immer wieder andere Geschichten, andere Stories von irgendwelchen Schülern, die gemobbt werden, von irgendwelchen Leuten, die neidisch sind, eifersüchtig, die betrogen wurden oder was weiß ich. Und es ist halt quasi jede Folge eine andere Geschichte. Aber mit der Zeit kommen da halt auch ein paar Charaktere des Öfteren vor und werden halt ein bisschen mehr beleuchtet. Und auch natürlich das Höllenmädchen an sich und ihre Begleiter werden auch ein bisschen näher beleuchtet. Und gegen Ende kommt da einfach so eine unglaublich interessante Story bei rum. Dass der Anime wirklich sehr, sehr nice war. Muss ich sagen. Oh nein! Nicht diese Schweine! Oh nein! Oh, warte mal. Das ist nicht. Oh, Gears! Juhu! Los, Schweinchen! Macht sie kaputt, Schweinchen! Also, ich werde jetzt hier ein bisschen bleiben. So. Oh Gott, ja! Sogar ein Purple Gem, Alter. Stimmt ja, die Drecksdinger droppen ja Purple Gems.
Oh, das ist so geil! Los, macht's kaputt! Macht's kaputt! Macht's kaputt! Sauber, also ich habe jetzt ordentlich Gears, damit kann ich ordentlich was anfangen. Und tut mir leid, ich möchte euch nicht weiter stören. Zweimal Purple Gem habe ich schon, das ist geil. Das ist wirklich sehr geil. Purple Gems müsste ich nämlich sonst aus roten und blauen Gems herstellen. Und die erst, oh Spinnen, die erst zu bekommen ist ja schon etwas schwierig. Deswegen bin ich da ja schon ein bisschen froh, dass ich die jetzt zumindest habe. Ah. Hörst du auf? Akzeptiere ich so nicht. Okay, ein bisschen Spinnenseide habe ich. Das ist schon mal gut. Da kommt der nächste, okay. Du willst Stress? Ich merke schon, ich merke schon. Ich brauche aber ein bisschen mehr Spinnenseide. Ich brauche auf jeden Fall zwei. Aber mehr wäre natürlich auch geil, weil wenn ich dann mehr hätte... Dann könnte ich zumindest ein paar mehr von diesen wunderbaren Teilen machen, von diesen Spinnennetzen. Von diesen Insektennetzen. Und dann hätte ich zumindest einen kleinen Vorrat. Was halt schon ganz... Hört ihr auf? Ich möchte jetzt das da vorne haben. Danke. Lass mich in Ruhe! Hört auf! Geht weg! Na komm, die eine kann mich jetzt ruhig schlagen. So. Ja, nice. Okay, jetzt habe ich vier Stück. Das macht schon mal zwei Insektennetze. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Ich werde mich auch mal eben kurz hier hinpflanzen mit meinem Lager kurz. Mit meinem Lager, mit meinem Feuer. Und werde das mal eben kurz benutzen. Weil dann kann ich nämlich, glaube ich, eventuell auch noch ein bisschen Holz abhacken, oder? Na, wobei, die Nacht ist relativ kurz, da brauche ich das jetzt nicht unbedingt. So. Okay, bisher ist unsere Tour relativ erfolgreich. Ich muss eben kurz gucken, wie es aussieht. 22 Minuten, okay. Unsere Tour ist momentan relativ erfolgreich. Ich kann mich nicht beklagen. So. Ich gehe mal eben kurz auf MyAnimeList. Genau, ich habe ja auch seit neuestem einen MyAnimeList-Account. Wo ich meine Anime, die ich halt gucke und die ich geguckt habe, die ich noch gucken möchte und meine Manga und so weiter, quasi eintrage. Den kann ich auch mal in der Beschreibung verlinken, dann kann man da mal reingucken. Dann könnt ihr mal gucken, was ich da so alles schon geguckt habe und was ich aktuell gucke. Und da könnt ihr euch dann so ein bisschen schlau machen. Was ich natürlich auch aktuell gucke, ist ReZero. ReZero, wer das nicht kennt, sollte unbedingt reingucken, weil das ist ein Anime... Bei dem klappt mir bei Folge, in letzter Zeit klappt mir wirklich bei jeder neuen Folge irgendwie die Kinnlade nach unten. Und ich denke da jedes Mal, was zur Hölle machen die da? Nicht, weil das scheiße ist, sondern weil ich mir wirklich denke, was zur Hölle soll denn jetzt noch Besseres passieren? Oder was zur Hölle soll denn jetzt noch anderes passieren? Das ist einfach so ein Abfuck nach einer gewissen Zeit. Weil, ich weiß nicht, man fragt sich einfach so ein bisschen, wie zur Hölle wollen die das jetzt wirklich weiterführen? Der Anime ist wirklich grandios, das kann ich wirklich sagen. Also wer einen guten Anime sucht, der kann sich ReZero durchaus angucken. Weil da wird man wirklich sehr viele schöne Momente erleben und auch sehr viele interessante und spannende Momente. Und es wird einfach jedes Mal aufs Neue wieder so ein bisschen krasser. Also... Und vor allem auch sehr, sehr viele Emotionen hat man da drin. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Also wirklich ein sehr schöner Anime. Sollte man auf jeden Fall mal reingucken. Ich brauche gerade einen guten Blick. So. Weil jetzt habe ich nämlich diese dämliche Spinne hier. Ah. So. Ich brauche einen besseren Blick, sonst... So, geht doch. Ich möchte jetzt zumindest noch... Mann, kannst du bitte angreifen? Ja, geil. Okay, ich möchte nämlich zumindest das hier noch irgendwie haben, weil dann kann ich aus den hier, da müssen glaube ich auch nochmal drei oder vier Spinnennetze drin sein, glaube ich. Weil das wäre schon mal geil, dann könnte ich nämlich zumindest ein bisschen mehr... Ja, siehst du, geil. Da haben wir jetzt schon mal acht Spinnennetze und mit acht Spinnennetzen kann man auf jeden Fall schon einiges anstellen.
Ich muss jetzt unbedingt meine Sanity ein bisschen nach oben kriegen. So. Dann holen wir uns noch mal ein bisschen Kacke. Dann kann ich nämlich eventuell auch noch ein oder zwei Farmen machen. Ist auch wichtig. Das war, glaube ich, auch hier, ne? Keine Ahnung. Denn wenn wir dann ein paar Farms haben, dann können wir zumindest auch schon mal dafür sorgen, dass wir ein bisschen mehr, ja, Essen bekommen. Ja gut, dann müssen wir hier noch ein bisschen rumgucken, ob wir hier noch irgendwas... Ah, hier oben. Wunderbar. Alter, wie viele sind hier denn? Ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, meine Base hier zu machen. Aber dann habe ich einen relativ weiten Weg bis zu dem Punkt da oben. Aber ich muss sagen, wenn dann Wölfe kommen, Leute, wenn Wölfe kommen, und es werden relativ viele Wölfe kommen, leider, dann muss ich hier unten hinlaufen. Da habe ich keine andere Wahl. Aber es ist irgendwie schon ein bisschen scheiße. Ich würde jetzt eigentlich schon gern meine Base irgendwie hier hin machen. Das ist jetzt einfach mal eine Frage an euch. Wollt ihr eventuell, also ich bin mir unsicher. Ich bin mir echt unsicher, weil diese Position hier ist relativ safe. Wenn Wölfe angreifen, dann habe ich hier relativ viele Büffel, die mich wirklich beschützen können. Das ist jetzt gerade der Hintergedanke, den ich habe. Wie steht ihr dazu? Sollte ich meine Base eventuell umverlagern? Wäre natürlich scheiße, wenn ich dann meine Vorratskammer da so ein bisschen, ja, wenn ich die dann kaputt machen muss, wenn ich die dann irgendwie woanders wieder hinpflanzen muss. Aber es wäre zumindest eine bessere Variante, glaube ich, weil hier wären wir, wie gesagt, relativ safe. Denke ich zumindest. Das ist jetzt nur meine Vermutung. Ob es stimmt, ist eine andere Sache. Aber es ist meine Vermutung. Haut einfach mal eure Gedanken in die Kommentare und dann würde ich fast behaupten, können wir uns eigentlich auch schon verabschieden, glaube ich, weil so viel habe ich hier jetzt auch nicht mehr zu tun. Ich kann jetzt noch ein bisschen rumrennen, ein bisschen Kacke sammeln, damit wir auf jeden Fall noch ordentlich was auf Vorrat haben, damit wir da einige Farms machen können und uns auf jeden Fall ein bisschen was an Stuff holen können. Ansonsten kann ich nicht wirklich was machen. Naja. Gut, ich überlasse die Entscheidung einfach mal euch. Ich werde mich jetzt nach euch richten. Ich werde entweder hier hinziehen und meine Base irgendwo hier am Rand machen oder in der Mitte der ganzen Büffel, sodass ich zumindest die ganzen Büffel in der Nähe habe. Und wenn dann ein ganzes Rudel Wölfe ankommt, dass ich dann quasi die Büffel als Schutz habe. Klar, wenn die in der Paarungszeit sind, die Büffel, dann sieht es für mich auch schlecht aus, weil die dann auch mich angreifen. Aber ich habe dann zumindest schon mal eine sehr, sehr gute Verteidigung. Das ist jetzt gerade der Gedanke, den ich habe. Ich denke mal, ihr könnt meinem Gedankengang folgen und ich hoffe einfach mal, dass ihr Kommentare dazu schreibt, weil das würde mich persönlich sehr stark interessieren. Ob ihr wollt, dass ich jetzt hier hinziehe oder nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich wird einiges geantwortet, einiges an Kommentaren geschrieben. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.